Garten mit diesem Sonnenlicht Glitch. Ich gar nicht weiß, wie ich den erklären soll. Aber er schaut auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Ja. Keine Ahnung. Sicher ein Feature. Das Licht in der Grotte, weil sie gespalten ist zwischen Gut und Böse. Wo muss ich überhaupt hin? Oh, einfach dem Licht folgen. Das sollte wohl nicht so sein. Warum hängt sich wieder alles aus hier? Vielleicht, weil ich in den dunklen Turm gerannt bin. Es steckt wenig Effizienz in dieser alten Bauweise. You don't say. Überhaupt die Beleuchtung ist schrecklichst. Jo, eure Lampen, da stimmt was nicht. Wegen der Kreaturenfänger. Sie sind tot. Ich habe Ilka gefunden. Und? Tot, wie ihre Begleiter. Ich kann es nicht glauben. Und alles nur wegen dieser verdammten Arena. Wir führen uns selbst auf die Schlachtbank. Blind vor Blutdurst. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Hast du noch etwas von dem Beruhigungsmittel retten können? Ja, aber nicht viel. Konntest du herausfinden, was passiert ist? Warum sie gestorben sind? Gut möglich, dass dein Mittel nichts taugt. Zumindest sollte es in Betracht gezogen werden. Aber wie kann das sein? Ich habe es selbst hergestellt. Bist du dir ganz sicher, dass das Beruhigungsmittel überhaupt wirkt? Nein. Ilka sollte es testen. Dann war vielleicht die Rezeptur falsch. Auszuschließen ist es nicht. Das Rezept ist nicht von mir. Ein Outlaw hat es uns verraten. Es bräuchte jemanden mit Verstand, der das Mittel untersucht. Nur gehe ich nicht davon aus, dass uns bald ein Alchemist in die Hände fällt. Soweit ich weiß, wagen die sich nur selten vor die Tür. Sag mal, du kommst doch viel herum. Kennst du jemanden, der in Frage kommt? Ja. Tilas, ein Alchemist der Berserker. Hört sich vielversprechend an. Aber Hilfe beim Feind zu suchen, ich weiß nicht. Mir wäre wohler dabei, wenn sich ein Outlaw fände, der sich damit auskennt. Immerhin handelt es sich um eine Outlaw-Rezeptur. Ich weiß, es ist viel verlangt, zumal du mir schon einmal geholfen hast. Aber könntest du die Reise auf dich nehmen? Würde ich es versuchen, weiß ich nicht, wie man auf mich reagiert. Und dieses Mittel bedeutet mir sehr viel. Wenn es auch nur ein Leben rettet, wäre es die... Bisher hat es nur das Gegenteil geschafft. Umso dringender, dass es seinen eigentlichen Zweck erfüllt. Such jemanden, der sich das Beruhigungsmittel mit Sachverstand ansieht. Der herausfindet, warum es nicht gewirkt hat. Machen wir. Sonst noch was? Nee, ich sehe nicht. Ich weiß nicht, warum meine Höhle glitscht. Alles glitscht gerade. Ah, Mr. Händler der Kleriker, Vivian. Ja, gehen wir zurück zu meinen Leuten. Da findet sich sicher, wer noch eine Mission für mich hat. Wenn Mira nichts hat. Mira on the wall. Ganzen Schrott muss ich auch mal verkaufen. Da ich ja alles gerade leer geschossen habe. Oder in der Episode, die gerade vorher schon rausgekommen ist, Crony. Er hat nichts. Wahrscheinlich wieder Nastja. Oder Bully. Jo. Auch nichts. Du, Mädel. Auch nichts, wirklich. Box. Mal zur Abwechslung. Ha. Niemand. Frank. Letzte Hoffnung. Ich glaube, jeder hat ca. 3 Missionen, bevor es weitergeht. Alles im Rahmen normaler Parameter. Okay, da bist du gekickt. Oh. Wo ist... Sie wollte ich mitnehmen zum Unhold umbringen. Das taugt ihr wahrscheinlich. Dann gehen wir Richtung...
Seite geht in Unhold. Warte. Da zuerst. Ja, da. Der Titel ist vorbei. Wir uns vielleicht das Beruhigungsmittel anschauen kann. Hier ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Früher haben wir unsere Hütten aus Schrott zusammengezimmert. Die hatten wenigstens Charakter. Ich verzichte auf den Charakter, wenn mir dafür das Dach nicht auf den Kopf fällt. Puh, die Jahre haben dich wirklich weich gemacht. Ja, das haben sie. Oh. Also, daher gehen wir dann noch besuchen. Vielleicht hat sie auch mal wieder was zu sagen. Also, sie will nur beim Mana-Schrein meditieren. Was auch passieren könnte. Oh, hier ist Tilas nochmal. Hier ist Blut. Die Mission haben wir auch noch nie angenommen. Was willst du hier? Ich glaube, man scheint das Haus zu wechseln. Warte mal. Ist das sein Haus? Tilas? Funktionspresse, Nee. Hey. Hm. Hätte den meisten gebraucht. Später. Bringt er rum gerade. Gibt's ja nicht. Wo ist denn sein Haus? Da ist es ja. Bin ich da vorbeigerannt. Höhle ist einfach zu viel, sagt er. Kannst du das für mich untersuchen? Meine Zeit ist begrenzt, aber dein Mittelchen sieht interessant aus. Angeblich ist es ein Beruhigungsmittel, es wirkt aber nicht. Angeblich? Pah, wenn ich das schon höre, nur Fakten zählen. Für meine Analyse veranschlage ich einen halben Tag. Was schulde ich dir? Nichts. Besser, ich sage dir, was es mit dem Zeug auf sich hat, bevor du noch irgendwen vergiftest. Komm in ein paar Stunden wieder, dann sollte ich mit den ersten Ergebnissen aufwarten können. Gut. Dann gehen wir einen Kaya-Besuch machen. Bringen wir Nesti mit. Den sich sicher blendend. Das. Alles um dich zu beeindrucken. Ach. Oh. Später. Ich habe jetzt mit meinem... Nicht. Dann gehen wir halt Unhold Richtung. Die Diebesgilde-Mission mache ich nicht. Oder Torhilde will ich gerade nicht stehlen. Lieber Unhold killen. Oh. Ja, hatte ich keine Chance gegen meine Shotgun-Munis. Nichts gestohlen. Da wird nichts gestohlen. Ich will doch nur Red töten. Alle anderen werden verschont. Ich habe sie nur gehört, nicht gesehen. Eigen. Jo, man hat mir geflüstert, du wirst mit mir einen Unhold jagen. Hier. Roter Kreischer. Ja. Hallo, Astrid. Danke. Sehr schön. Bitte sehr. Hier, für dich. Danke. Da fehlt noch. Okay. Kann doch sicher noch weiter mit dem Bogen was machen. Nein. Das Ding voll.
fehlt bei mir. Nicht bei diesem Lehrer. Ups, Idiot. Den brauche ich am wenigsten. Boah, jetzt habe ich was ver... Hier soll ein Unhold Probleme machen. Weißt du was darüber? Ja, aber das Problem sind die Berserker. Sein Fehler ist lediglich, dass er existiert. Nach allem, was ich gehört habe, gab es Tote. Hätte man ihn in Ruhe gelassen, wäre es nie so weit gekommen. Ich bin mir sicher, er wäre weitergezogen. Stattdessen hat man ihm Frischfleisch geliefert. Und nun ist er auf den Geschmack gekommen. Du glaubst also, er wird bleiben? Ja, zumal die Berserker ihn verwundet haben. Der macht keine großen Sprünge mehr. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Bei diesem Unterfangen? Ich verzichte. Ich erlege nur, was ich muss. Nie aus niederen Motiven. Dir rate ich aber, die Zeit über sein Schicksal entscheiden zu lassen. Keine Belohnung ist es wert, dafür zu sterben. Außerdem lässt er mich bisher in Ruhe. Sitzt meistens friedlich im Teich hinter meiner Hütte und kuriert seine Wunden. Ich würde es begrüßen, wenn es dabei bleibt. Aber wenn es gar nicht anders geht, werde ich dir nicht im Weg stehen. Es ist eine Sache, für ein Untier Partei zu ergreifen. Die andere ist es, sich die Gegenseite zum Feind zu machen. Hilft sie mir doch nicht. Okay, der ist direkt neben mir. Direkter Nachbar. Hallo, Kleiner. Das gefällt dir doch sicher. Noch ein Holzer Shotgun. Da hat er nur Steinwurf drauf. Oh, der hat viel Haar am Rücken. Und down. Aber nicht mal eine große Challenge. Da habe ich gerade einen anderen Challenge-Gang erlebt im schwarzen Turm der Invaders. Sie wollen Mini-Loot. So viel Mini-Loot. Tot hier. Ah, das Ding. Was sagst du dazu, Astrid? Hab deinen Nachbarn getötet. No remorse. Er ist tot. Nichts sagt sie dazu. Da habe ich ja nichts mehr. Okay, dann zurück in die Stadt. Du hast Neuigkeiten, oder? Raus damit. Was gibt's? Du kannst wieder ruhig schlafen, der ist hinüber. Lass dich mal ansehen. Arme und Beine sind noch dran. Unglaublich. Ja. So unglaublich wie die Summe, die du mir versprochen hast? Du kommst gleich zur Sache. Soll mir recht sein. Hätte nie gedacht, dass überhaupt mal jemand die Splitter einstreicht. Danke. Wenn du noch ein Problem hast, immer raus damit. Keine Probleme, aber einen Ratschlag. Setze auch in Zukunft deine Klinge für das Richtige ein. Kerle wie du tun gut daran, nicht vom Pfad abzukommen, wenn du verstehst, was ich meine. Ist angekommen. Gut, wir sehen uns. Tillas schon mein Mittel bereit hat? Mal schauen. Aber höchste Zeit, Tillas. Mit aus Mitteltillers. Jetzt wird mal nicht unverschämt. Geduldet. Oh, Dank des Kriegers liegt einfach herum. Ich schlafe in deinem Bett, bis du bereit bist. Oh. Ah.
Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Meine Analyse ist abgeschlossen. Dein Gebräu ist alles, nur kein Beruhigungsmittel. Sondern? Nun, auf den menschlichen Organismus dürfte dein Mittel kaum Wirkung zeigen. Abgesehen von einer tauben Zunge und Potenzproblemen. Ich konnte unzweifelhaft Pilzsporen nachweisen, präziser ausgedrückt Höhlenpilzsporen. Da sie in dieser Gegend eher seltener zu finden sind, frage ich mich, woher du diese Tinktur hast? Karakis. Verstehe, von den Morkons also. Mit ihren rudimentären Kenntnissen sollten diese Höhlenmenschen die Finger von der Alchemie lassen. Aber zurück zu meinen Ergebnissen. Interessant ist das Mittel in Bezug auf nichtmenschliche Probanden, gerade in Kombination mit besagten Sporen. Hier ist von einem signifikanten Anstieg des Blutdrucks und einem Befall des zentralen Nervensystems auszugehen. Eine erhöhte Aggressivität ist die Folge. Natürlich ist das nur eine grobe Zusammenfassung meiner Erkenntnisse, aber ich denke, für deinen Verstand war das ausreichend genug. Danke für die Auskunft. Selbstverständlich, solange es der Wissenschaft dient. Aber erzähl ja niemandem, dass ich dir nichts berechnet habe. Sonst denkt bald jeder Tagedieb, er könne sich auf meine Kosten behandeln lassen. Hier hast du dein Gebräu zurück. Wenn jemand diesen gepanschten Abfall zwischen meinen Tiegeln entdeckt, ist mein guter Ruf in Gefahr. Der Dilettant, der dieses Zeug hergestellt hat, sollte im Übrigen wissen, dass er ohne die Sporen seinem eigentlichen Ziel sehr nahe war. Und jetzt werde ich mich wieder mit Freuden meiner Arbeit widmen. Schätze ich wieder zurück zu den anderen. Außer, Nastia, willst du mit Red reden? Nein, natürlich nicht. Dann wird halt nicht mit Red geredet. Was ist da oben? Wir rennen wieder den weiten Weg. Schauen, ob die Sonne noch immer so reinstrahlt. Nein, wieder alles ganz normal. Oh. Weiter Weg. Natürlich. Da raucht wieder wer. Der Igor. Sehr klar. Ich habe irgendwie vor, dass ich, bevor ich mich einer Fraktion anschließe, zu spät zu speichern. Und dann ab den Speicherpunkt wieder einsteigen und jede Fraktion durchspielen. Nur Dreck und Trümmer hier. Warum habe ich dich mitgenommen? Hey, Mädel. Da bist du ja wieder. Konntest du herausfinden, was mit dem Beruhigungsmittel nicht stimmt? Ja, ich habe es untersuchen lassen. Und? Wie lautet der Befund? Die Höhlenpilze haben dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich verstehe nicht. Sie waren Bestandteil der Rezeptur. Der Outlaw, der sie dir verraten hat, muss dich bewusst in die Irre geführt haben. Die Sporen lösen Aggressionen aus. Die vermeintlich sichere Beute wird unberechenbar. Aggressionen? Dann ist das Mittel unbrauchbar. Nein. Wenn ich es richtig verstanden habe, solltest du die Höhlenpilze weglassen und die restliche Rezeptur beibehalten. Ich werde darüber nachdenken. Jetzt, wo das geklärt ist, solltest du Attila aufsuchen. Schließlich sind die Käfige wieder voll. Er wird also die Arena eröffnen, sodass das Sterben weitergehen kann. Ihn aufsuchen und selber alles umbringen da drin. Wird sich Nasti freuen, wenn sie da rein darf mit mir. Oder vielleicht darf sie nur zuschauen, wenn sie Pech hat. Mal schauen. Auch Shotgun Muni ist voll. Da wird abgeschlachtet. Gut, dass du kommst. Die Kreaturen sind hungrig und bereit für den Kampf. Ich bin gespannt, wie sich jemand von draußen schlägt. Also, wenn du einen Kampf in der Arena wagen willst, gib Bescheid.
Ich bin bereit für den Kampf in der Arena. In dir brennt das gleiche Feuer, das auch mich erfüllt hat. Doch kein Kampf ohne Regeln. Ich bestimme, gegen welche Kreaturen du antrittst. Sobald es losgeht, schließt sich das Tor hinter dir. Ein Entkommen ist nur möglich, wenn du den Hebel neben dem Tor bist. Hebel? Ja, sobald du ihn... Wir öffnen dann, so schnell es geht. Daher solltest du dich vollends auf den Kampf konzentrieren. Andernfalls lass... Verstanden? Verstanden. Gut, dann bist du jetzt bereit. Ein Zeichen von dir und... Ich will kämpfen. Gut. Mit jedem Sieg steigt die Herausforderung. Aber sieh dich vor, zeig kein Erbarmen. Das ich für... Ah. Lass dich doch mitkämpfen, Lucky You. Deine Truthähnchen. Ist ja süß. Hier. Danke. Weißt du, ich... Du wirst damit... Dank. Mir bleibt nur noch die Rolle. Komm spät. In der Zwischenzeit... Wie weitermachen? Wie gesagt. Eieiei. Ne. Oh, er redet zu viel. Oh, da ist doch sicher irgendwo ein Bett. Sein Bett. Sein Bett schlafe ich und ich loote einfach seine Wir Sachen. Wir warten hier durch Dreck längst verstorbener Leute. Auch schön. Es ist nicht leicht, einem anderen die Kontrolle zu überlassen. Darin war ich noch nie besonders gut. Pff, naja. Gut, ich... Dir. Wenn... Will noch Kampf beginnen? Zerbricht... Große Reden. Ja. Ich... Geglitscht. Seid dein Ding zu erledigen oder macht ihr nur einen Stairdown? Wir machen nur einen Stairdown. Meine Damen und Herren, zu diesem heutigen Stairdown haben wir Nastia gegen ein Scheusal. Wir werden gleich sehen, wer von beiden ein größeres Scheusal ist. Sie halten den Stairdown lange durch. Nastia hat ihr Schwert bereit. Das Scheusal hat ja nicht wirklich Augen. Kleine blaue Punkte. Nastias Frisur glitscht wahrscheinlich wieder im Gesicht herum. Es schaut fast so aus. Es schaut nicht so aus, als würde dieser Kampf hier ein Ende finden. Ich werde es unterbrechen. Das Scheusal wurde dreimal in den Rücken gestochen. Es wendet sich leicht verwirrt von Nastia ab. Es scheint zu verlieren. Bedeutet das sein Tod? Noch nicht, aber gleich. Ah, Nastia gewinnt. Oh, was für ein Kampf. Eine Be- Es war diese Ge- Ravak. Ja, nur zu sprechen. Kraft ist nicht da. Das ist... Aber... Ich bin sicher... Na... Komm spät. Oh, wir machen das im Blitzdurchgang. Schnelldurchgang.
Und was soll das hier mal gewesen sein? Gut. Die... Auch wenn... Sei gewahr. Ich führe dich in die Arena. Weiter geht's. Die Dinger sind ziemlich schnell nochmal. Jetzt hat wieder ein Spezialfight. Er spuckt mich an. Erst das Viech down. Das Viech sucht nur seinen Tod. Haben sie die Dinger gefangen genommen. Brrr. Monstergeräusche halt. Beira. Und hier ein paar... Dich hätte ich vor 30 Jahren mit dir in den Stollen... Heute... Das... Naja, ein paar Trockenübungen. Aber komm später vor... In der Zwischenzeit treffe ich... Anscheinend gibt es noch eine Herausforderung. Ich schätze, dass wir ihn bekämpfen können. Ich schätze mal, dass wir ihn bekämpfen können dann. Alles verfallen und vergessen. Gut, dich zu treffen. Die weg. Oh, die Biesters. Ich für. Diese Dinger. Wird Zeit. Wir haben einen Fight. Mein Kopf! Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit. Letzter Kampf. Gibt es überhaupt dein so gut wie du? Nichts, was man nicht lernen kann. Du bist nicht nur dein Blickwinkel auf. Komm später vorbei. In der Zwischenzeit. Es geht noch weiter. Dann machen wir weiter. Ja. Alles verfallen und vergessen. Was dies? Viecher, dies? Verrätst du mir dies? Um mit der... Ich... Ah ja. Fangen einfach mal die... Gegner, die unseren Planeten kaputt machen. Aber ich schätze, jetzt habe ich schon alles besiegt. Was? Wow, bin ich gerade rumgeglitscht. Da ist die Macht wieder. Blickkontakt. Nee. Boom. Nice. Was muss es jetzt gewesen sein? Diese Kraft. Du bist wahrlich gesegnet. Ein Schockgeist.
Viele, die vor dir gescheitert sind, wenn nur alle Morkons in dir, dir, du solltest. Oh. Ich helfe gern, aber du hast sicher genug Tricks auf Lager. Naja, ganz Unrecht hast du nicht. Aber jetzt, ich möchte, dass du an unserem Schlachtfest teilnimmst. Zusammen mit unseren besten Kämpfern, Mensch gegen Krea. Es wird ein... Erzähl mir mehr über das Schlachtfest. Eigentlich weißt du, mehr Kämpfer, das bist da. Das wäre? Wenn ja, ich ertrage es nicht, wie sie sich das Hirn zermartert. Bestimmt findet sie ihren Kampfgeist wieder, wenn du sie bittest, an deiner Seite in der Arena anzutreten. Gut. Ich spreche mit Venya. Normalerweise würde ich das selbst übernehmen, aber mir zeigt sie nur ihre kalte Schulter. Das machen wir nächstes Mal. Hast du es mitbekommen? Ilka ist oder? Zu Ravak gegangen. Sie ist eigentlich direkt um die Ecke. Reden wir gleich mit ihr. Schickt dich der Alte? Yes. Ich... Also ja. Hör zu. Du und ich, wir haben kein Problem miteinander. Ich bin sogar froh, dass du die Arena mit heiler Haut überstanden hast. Trotzdem weiß ich, was ihn umtreibt. Sein ach so geliebtes Schlachtfest. Totaler Irrsinn. Nur will das niemand hören. Ich werde nicht kämpfen. Auch nicht an deiner Seite. Das ist es doch, was er wollte, richtig? Ich zwinge dich zu nichts. Siehst du? Ein weiterer Grund, warum ich dich schätze. Was immer er vorhat, mich kriegt er nicht dazu. Dann sage ich Attila, dass du raus bist aus der Nummer. Warte. Bevor du gehst, will ich dir etwas sagen. Wir Morkons sterben aus. Anstatt in Panik zu verfallen, umarmen wir den Tod. Wenn wir nicht umdenken, sind wir verloren. Selbst der Nachschub der Abwerber kann uns nicht retten. Und ich kann nicht länger mit ansehen, wie wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Was hast du vor? Sie zum Umdenken bewegen. Ich dachte, dir hört keiner zu. Darum gebe ich ihnen, was sie wollen. Nur nicht, wie sie es wollen. Was meinst du damit? Es gibt eine Chance, dass wir Leben retten können, anstatt es zu verschwenden. Deshalb bitte ich dich um einen allerletzten Gefallen. Und der wäre? Ich habe das Beruhigungsmittel verbessert. Es sollte jetzt wirken. Misch es unter die Nahrung der Kreaturen. Ich bin sicher, die Wirkung wird lang genug vorhalten, bis die Kämpfe losgehen. Niemand muss sterben. Ihr hättet leichtes Spiel in der Arena. Also, hilfst du mir? Ich kann dir nicht helfen. Draußen hat man mir einmal gesagt, dass derjenige, der etwas ändern kann, es aber nicht tut, sich mitschuldig macht. Denk an meine Worte. Schlachtfest, Schlachtfest. Oh, nee. Sehr unfair, die Viecher wirklich raus? Zu beschädigen, im Vorhinein Alarm zu legen. Gib mir den Fight. Venya wird nicht kämpfen. Warum hat sie nur so einen Dickschädel? Sieht sie denn nicht, dass ihr die Arena guttun wird? Im Gegenteil. Ich gebe es auf. Wer so stur ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Konzentrieren wir uns auf deine Aufgabe, bevor das Fest beginnt. Was liegt an? Ich habe dir ja erzählt, dass wir unsere Kämpfer nicht belohnen. Für das Schlachtfest zählt das nicht. Wer den größten Blutzoll erbringt, bekommt eine besondere Trophäe. Den Schädel eines Trolls. Nur ist dieser samt Inhaber in einem unserer Schächte verschüttet worden. Ein unrühmliches Ende, aber nicht zu ändern.
Du erwartest, dass ich einen Troll erschlage? Wo denkst du hin? Was ich sagen will, ist Folgendes. Wir werden eine neue Trophäe brauchen. Ein Symbol, das Stärke demonstriert. Und das bald. Aber einen Troll zu häuten, kommt nicht in Frage. Viel zu aufwendig. Harpien sind die Antwort. Ihre Nester sind voller Knochen. Die Fänger haben mir von einem Nest berichtet, in dem ein passender Schädel liegen könnte. Und ich soll ihn bergen. Du bist gerade verfügbar. Ich muss den Kreaturen ihre letzte Mahlzeit verabreichen, bevor wir sie auf euch loslassen. Glaub mir, das Spektakel ist es wert. Wo ist das Harpiennest, in dem ich nach der Trophäe suchen soll? Ich fürchte, meine Ortsbeschreibung wird vage ausfallen. Welcher deiner Fänger hat dir denn von dem Schädel erzählt? Vielleicht kann er mir helfen. Namen. Ich sag dir einfach, was. Wie man mir gesagt. Will man ihn an der West. Redest du vom Krater der Outlaws? Genau den meine ich. Pass aber auf, dass dir die Harpien nicht zu nahe kommen. Die Mistviecher können dein Gesicht ruckzuck auf links drehen. Zu den Outlaws, verstehe. Ja, wir machen hier die Episode trotzdem vorbei. Ich glaube, ich hole mit den Schildern gleich einmal. Tschüss.